Willkommen! In diesem Video erkläre ich dir, was eine Zeitspanne ist. Man unterscheidet zwischen den beiden Begriffen Zeitpunkt und Zeitspanne. Ein Zeitpunkt ist zum Beispiel 11 Uhr oder 14 Uhr. Also eine ganz bestimmte Uhrzeit. Nun kann man die Zeit zwischen diesen beiden Zeitpunkten berechnen. Das ist dann die Zeitspanne, die vergangen ist. Zwischen 11 Uhr und 14 Uhr. Das schauen wir uns mal auf der großen Uhr an, wie viel Zeit da vergangen ist. Also, unsere Uhr steht auf 11 Uhr. Und wir wollen schauen, wie viel Zeit, also wie viele Stunden bis 14 Uhr vergangen sind. Dann drehen wir mal. Einmal eine Stunde, dann sind wir bei 12. Noch eine Stunde sind wir bei 13 Uhr und noch eine Stunde sind wir bei 14 Uhr. Das heißt, wir haben die Uhr 3 Stunden nach vorne gedreht. Also ist die Zeitspanne zwischen 11 Uhr und 14 Uhr 3 Uhr. Jetzt berechnen wir weitere Zeitspannen. Schau mal hier. Siehst hier 2 Kinder beim Spielen. Insgesamt spielen die Kinder zusammen von 14 bis 16 Uhr. Wie viele Stunden? Schauen wir uns auf unserer Uhr wieder an. Von 14 bis 16 Uhr. Drehen wir unsere Uhr einmal, zweimal. Also sind 2 Stunden dazwischen vergangen. Nun zu unserem nächsten Beispiel. Hier siehst du Anna. Anna geht von 8 bis 12 Uhr in die Schule. Wie viele Stunden sind vergangen? Du kannst dir immer deine Lernuhr zu Hilfe nehmen. Von 8 bis 12 Uhr. Wie oft müsstest du die Uhr drehen? Genau, 4-mal, denn 4 Stunden vergehen. Anna ist also 4 Stunden lang in der Schule. Und zu unserem letzten Beispiel. Stell dir vor, du gehst abends um 20 Uhr ins Bett und morgens um 6 Uhr stehst du auf. Wie oft geht der Zeiger denn in der Stunde um? Also wie viel Zeit vergeht zwischen 20 und 6 Uhr? Richtig, 10 Stunden würdest du schlafen. Du hast fleißig Zeitspannen geübt. Jetzt darfst du dies selber machen. Viel Erfolg dabei!